Mit dem Winter kommen nicht nur eisige Temperaturen, sondern auch die Tage werden immer kürzer. Und genau das nutzen unliebsame Besucher aus und brechen gerne in den Abendstunden in Häuser und Wohnungen ein. Das Polizeipräsidium Reutlingen macht im Landkreis bereits in den Urlaubsmonaten auf ungebetene Gäste aufmerksam und war mit einem Infotruck in der Region unterwegs. Dort konnten Bürger verschiedene Elemente der Einbruchssicherung hautnah erleben und ausprobieren. Zudem standen Berater der Polizei zur Verfügung. Am Mittwoch waren nun Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums gemeinsam mit uniformierten Polizisten des Polizeireviers Kirchheim in verschiedenen Teilen der Stadt unterwegs. Ihr Augenmerk richtete sich vor allem auf einladende Gelegenheiten für Einbrecher bei Häusern und Gebäuden. Es dauerte nicht lange, bis Huberte Schmidt, Referent Prävention vom Polizeipräsidium Reutlingen, und seine Kollegin Walter vom Polizeirevier in Kirchheim fündig wurden. Schlecht gesicherte Verriegelung der Kellerfenster, Regenabflussrohre, die für kletternde Diebe ein Paradies sind, oder Wintergärten und Pergolas, die gerne als Treppe genutzt werden, waren Anlass genug, um mit den Hausbesitzern zu sprechen. Dabei ging es bei dieser Maßnahme jedoch nicht um Belehrung, sondern um das Hilfsangebot. Wer wollte, bekam einen Gutschein der Polizei für eine kostenlose Beratung zur Sicherung der eigenen vier Wände. Huberte Schmidt weiß, dass hauptsächlich die anbrechende dunkle Jahreszeit von unliebsamen Besuchern genutzt wird. Wir machen jedes Jahr zu Beginn der dunklen Jahreszeit Präventionsstreifen. Das bedeutet, wir gehen durch die Straßen, versuchen dann an den Gebäuden festzustellen, wo ein Fenster gekippt ist, dass wir da klingeln und dann gucken wir, dass wir mit den Leuten Kontakt kriegen und darauf hinweisen, dass man halt, wenn es jetzt dunkel wird, man geht weg, dass man halt das Fenster dann entsprechend zumacht, dass man die Haustür abschließt. Wir weisen die Leute auf Schwachpunkte hin, wenn sie ihr Haus verlassen, dass man halt wirklich dann auch den Eindruck hat, dass jemand daheim ist. Weil es ist eigentlich auch im Sinne des Bürgers. Wir geben Tipps, wir geben Hinweise. Eigentlich sind wir immer sehr willkommen. Also die Einbruchszahlen sind landesweit jetzt wieder leicht nach unten gegangen, wobei man das regional immer so ein bisschen verschieden. Aber man merkt es ab der dunklen Jahreszeit, so ab der Dämmerung bis etwa 21, 21.30 Uhr, da sind dann jetzt letztendlich die meisten Einbrüche. Die Bürger zeigten sich dankbar über den informellen Besuch der Polizei. Gerade auch, weil in letzter Zeit wieder vermehrt mit betrügerischen Anrufen versucht wird, vor allem ältere Leute um ihr Erspartes zu bringen. Weitere Informationen zur Beratung durch die Polizei sowie ein Warnvideo vor Betrugsanrufen finden Interessierte im Internet unter www.ppreutlingen.polizei-bw.de.